Schule. Mal ehrlich, wir haben uns oft in der Schule gelangweilt und der Gedanke, wann wird das alles vorbei sein, kommt ständig hoch. Was wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, Glück zu studieren oder surfen? Oder wie man jemanden richtig zurückschlägt? Zu gut, um wahr zu sein? Nun ja, in manchen Ländern findet man diese Themen in den Schullehrplänen. Natürlich nicht anstelle jedermanns Lieblingsfach Mathe, sondern nur als eine Ergänzung zu den Grundfächern. Lasst uns ein bisschen neidisch werden und einen Blick darauf werfen, wo die ungewöhnlichsten Fächer der Welt gelehrt werden. In der deutschen Stadt Heidelberg hat der Direktor einer regionalen Schule viele lange Nächte damit verbracht, sich zu fragen, welches Fach er seinen Schülern beibringen wollte. Ihm fiel auf, dass keine Schule der Welt das Glücklichsein studiert und viele Kinder in der Schule unglücklich sind. Es würde ein großartiger und stressfreier Kurs sein, dachte er sich. Es würde keine Prüfungen geben, da das Ziel das Glücklichsein ist. Also begann er 2007 seinen Schülern etwas über Harmonie beizubringen, wie man sie in sich und in der Umgebung finden kann und wie man Konflikte und Leiden verringern kann. Da es keine Prüfungen gab, ließ er die Schüler zu Ende des Kurses ihr eigenes Projekt machen in der Form eines wohltätigen Projektes, eines sozialen Videos oder sonst eine Sache, die sie sich vorstellen konnten. Sie waren lediglich durch ihre Vorstellung beschränkt. Wenn jemand weiß, wie Beziehungen funktionieren, dann sind es die Spanier. Es passt also sehr gut, dass sie in der Schule einfach über emotionale Erziehung haben. Wie man Wut kontrolliert und auf Missbrauch reagiert, wie man die Stimmung einer Person erkennt, mit der man spricht, und zu verstehen, wann man manipuliert wird, sind nur einige der wenigen Dinge, die Kindern in Spanien beigebracht wird. Die Schulen, die dieses Fach beibringen, sind wesentlich angenehmer. Die Schüler sind freundlicher und verstehen sich besser. Den Löwenanteil unserer Freizeit verbringen wir im Internet und israelische Kinder bilden da keine Ausnahme. Um Kinder, die internetabhängig sind, zu schützen, hat Israel ein Cybersicherheitsfach eingeführt, was weit davon entfernt ist, lediglich ein Antivirenprogramm auf ihrem Telefon zu installieren. Beispielsweise erklären Lehrer, wie man eine Spielersucht erkennt und warum sie gefährlich für die Gesundheit ist. Oder von welchen Seiten man fernbleiben sollte, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Der Titel des Fachs ist ebenfalls genial. Theorie und Praxis der Cyberkriegsführung. Ich hätte dieses Fach alleine wegen dem Namen gewählt. Wollen Sie gute Wissenschaftler finden? Dann machen Sie sie! Dachte sich jemand in den Vereinigten Staaten und entschied sich in den Lehrplan ein Fach über wissenschaftliche Entdeckungen einzuführen. Zunächst muss man natürlich die Muster herausfinden. Wie werden solche Entdeckungen gemacht? Und anschließend muss das ganze Gelernte genutzt werden. Hierbei passiert das interessante Zeug. Am Ende des Schuljahres müssen Schüler ihre Entdeckungen vorstellen. Es gibt keine Einschränkungen, sondern hängt alles von den Grenzen deiner Vorstellungskraft und deinem Sinn für Humor ab. So zum Beispiel ein Ladegerät, das ihr Telefon in 20 Sekunden auflädt. Oder ein Aromawecker, der morgens den Geruch von Brathähnchen abgibt. Bitte was? Bei einigen Leuten funktioniert es. Es würde mich nicht überraschen, wenn jemand bereits etwas erfunden hätte, um Kaugummi aus Kleidung zu entfernen. Aber Kaugummihersteller die jungen Erfinder eingeschlossen und alles vertuscht haben. Hat sich schon jemand mal gedacht, was wäre, wenn ich mir einen Hund zulegen würde? Und dachte sich dann sofort, was, wenn der Hund dumm ist? Was, wenn der Hund nicht auf mich hört, meine Handschuhe frisst und auf den Teppich kackt? Diese französischen Studenten müssen sich darüber keine Gedanken machen. Sie haben einen kompletten Kurs, den sie mit ihren haarigen Freunden besuchen können, um ihm Befehle beizubringen und eine Beziehung aufzubauen. Das Management der Schule, die Hundetrainings anbietet, sieht es als eine großartige Möglichkeit, um Verantwortung, Führungsfähigkeiten und die Liebe zu Tieren zu entwickeln. Und das alles nicht umsonst, denn in Frankreich gibt es genauso viele Haustiere wie Menschen. Was machen also die Menschen, die bereits einen Hund haben, der sich benimmt? Sich einen neuen zulegen? So manch einer gibt eine Menge Geld aus, um Urlaub zu einer bestimmten Jahreszeit zu machen, damit man surfen und Zeit auf den Wellen verbringen kann. Für andere ist es lediglich ein öffentliches Schulfach. Dieses Schulfach ist am weitesten verbreitet in den Küstenregionen. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Für Australier, die in den Küstenregionen leben, ist das ziemlich üblich. Von November bis April verbringen sie den Sportunterricht am Meer innerhalb eines Schulstudios oder einer Schulhalle.
Surfen ist mehr ein Lebensstil als ein Sport. Kinder lernen erst zu surfen, bevor sie anfangen zu laufen. Surfen ist eine gute Möglichkeit, alle Muskelgruppen zu trainieren, das Gleichgewicht zu lernen und sich wohlzufühlen. Die Niederlande sind in jeglicher Hinsicht ein offenes Land und somit werden kontroverse Themen wie Sexualkunde ab dem 4. Lebensjahr unterrichtet. Man kann sich das nur schwer vorstellen, aber selbst 11-Jährige sprechen frei über sexuelle Orientierung und Verhütungsregeln mit den Lehrern inmitten der Klasse. Die Lehrer sind selbst kein Standard. Sie werden so gewählt, dass sie Toleranz gegenüber Minderheiten fördern und geben Schülern die Möglichkeit, offen über untraditionelle sexuelle Orientierungen zu reden. Die Stunden sind sehr nützlich. Wenn du in der Lage bist, Beziehungen von einem frühen Alter zu diskutieren, dem Anfang des Sexuallebens und den Konsequenzen von Alkohol und Drogen, dann sind diese Themen weit davon entfernt, ein Tabu zu sein. Und man wird nicht beeinflusst, schlechte Entscheidungen zu treffen, indem man Dinge ausprobiert. Während den Stunden werden oft kostenlose Verhütungsmittel verteilt. Es wird einem auch beigebracht, wie man Grenzen zieht und wie man unter Provokation und Druck von Freunden und Klassenkameraden reagiert. Die Niederlande sind wahrscheinlich eines der wenigen Länder, wo Kinder nicht auf dem Feld gefunden, vom Storch gebracht oder in Läden gekauft werden. War Ihr Lehrer heute zu streng? Wurde er wütend auf Sie? Hat etwas in Ihr Klassenbuch eingetragen? Oder vielleicht ist es verboten, zur Schule mit einem ungewöhnlichen Haarschnitt zu kommen? Mit gefärbten Haaren, Piercings oder Tattoos? Gott sei Dank wurden Sie nicht in Nordkorea geboren. Ansonsten müssen Sie aus einem von 15 Haarschnitten wählen und dürften nicht einmal ans Färben denken, da Individualität und Ungehorsam in diesem Land strafbar sind. Und um sich so nicht dazu verleiten zu lassen, sich gegen das System aufzulehnen, werden Schüler ab dem 12. Lebensjahr auf Exkursion zu öffentlichen Hinrichtungen geschickt. Die Schule kann sogar entscheiden, Klassen ausfallen zu lassen für diese extracurriculare Aktivität. Würdest du das lieber sehen, als in der Klasse zu sitzen? Schreib es in die Kommentare.